Hallo zusammen und willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Ja, wir sind endlich im aktuellen Patch angelangt, wobei ich mir nicht sicher bin, wie lange der noch aktuell sein wird. Ja, wir haben entsprechend die neue Lycan League. Und unser erstes Match ist aus der Round of 16. Wir haben einen PvT, der Protoss in Blau. Das ist der russische Spieler DMC. Und spielt hier gegen den roten Terran. Ja, er ist unbekannt. Sagt mir auch nicht wirklich was. Ich habe seinen Namen noch nie irgendwo groß gelesen. Es ist Brand. Ja, und Brand fährt hier schon mal ein SCV raus. Möchte ja seinen Proxy starten. Und Barracks ist auf dem Weg. Heißt, wird wohl vermutlich eine Proxy Factory werden. Bin gespannt, ob das DMC entsprechend rechtzeitig scoutet oder ob allgemein gut eine BO dagegen hat. Aber ja, wir haben einen neuen Patch. Neuer Patch heißt, ein bisschen was hat sich schon geändert. Zum einen, Mule ist jetzt wieder so wie vorher. Also Mule, Scanner und entsprechend Supply Cooldown. Das hat Blizzard wieder so geändert, dass es wieder so ist wie in Heart of the Swarm. Chrono Boost wurde ein bisschen verändert. Der boostet jetzt ein bisschen mehr. Der wurde zuerst hart genervt von 40% auf 20% und jetzt wurde es erhöht auf 22,5%. Ja, der Disruptor wurde ein bisschen im Gas billiger, dafür in den Minerals teurer, von 100, 200 auf 150, 150. Und Photon Overcharge wurde reduziert von der Dauer von 21 Sekunden auf nur noch 11. Also das ist schon relativ krasse defensiver Nerf hier für Protoss, aber sollte eben auch entsprechend den Pylon Rush, den es vermehrt gab, zurückdrängen. Ja, gut. Proxy Factory wird jetzt hier nach und nach durch. Es kommt zu Hause ein Techlab. Techlab an die Barracks. Könnten wir gleich im Anschluss einen Starport sehen, aber nein, kommt tatsächlich Marauder. Das ist eine interessante BO, die Brand hier spielt. Die ist mir so nicht wirklich bekannt. Er spielt hier wirklich Marauder. Hat hier noch kurz das Concussive Stress Upgrades angedrückt. Die Factory ist hier oben gelandet, baut Widowmines. Allerdings, ja, DMC hat jetzt ja Mothership Core stehen, der hat Energie für Overcharge und Stalker heißt, der kann hier die Widowmines abfangen, wenn die hoch wollen. SC wird jetzt dann gleich hochkommen. Gut, was hat sich sonst noch geändert? Gerade die Möglichkeit nutzen. Ja, der Cyclone, seine Autoangriff trifft jetzt wieder Air Units. Entsprechend der Anti-Air Damage wurde ein bisschen erhöht. Und das Upgrade macht jetzt nochmal ein bisschen andere Werte. Entsprechend der Liberator braucht für seinen Anti-Ground-Modus jetzt wieder ein Upgrade. Entsprechend das kostet 150, 150, hat 80 Sekunden Erforschungszeit und braucht entsprechend halt ein Tech-Lab. Der Liberator braucht nach wie vor kein Tech-Lab, aber eben das Upgrade. Gut, Zerg hat nun Änderungen im Creep bekommen. Creep geht nun doppelt so schnell zurück wie vorher. Und Factory fährt jetzt hier sogar in die Mainbase. Eigentlich wird hier von Pylon gescottet. Währenddessen zwei Widowmines versuchen hier in die Mainbase zu laufen. Eigentlich, wenn hier DMC gut reagiert, sollte das kein Problem sein. Sie laufen hier einfach ein bisschen am Rand rum. Nicht sicher. Und dann moved sie raus. One Base Aggression baut jetzt hier erst seine Natural. DMC hat seine Natural schon lange. Sieht jetzt hier auch entsprechend die Factory. Die soll hier nur ablenken für die Widowmines. Und Ben kommt hier rein mit seinen Widowmines in die Basis. Da sollte DMC reagieren. Die Widowmines hier erst, wird hier direkt gesniped. Geiler macht hier einen relativ guten Job. Die Bio braucht noch ein bisschen, bis sie hinterherkommt. Factory wird hier angegangen, wird hier mehr und mehr Damage nehmen. Kriegt vielleicht noch eine Widowmine raus, eigentlich viel mehr wird nicht drin sein. Das sieht man schon, wie schnell dieser Overcharge hier ausläuft. Jetzt wird hier schon doppelt angegriffen, um die Factory zu vernichten. Eigentlich kommt hier das Bio hinterher. DMC hat währenddessen einen Dark Shrine im Bau. Aber der wird vermutlich nicht rechtzeitig fertig, um hier an der Defense zu helfen. Heißt, jetzt wird hier vermutlich wieder Overcharge benötigt. Der weitere Pylon hier wird angeworfen. Man sieht schon, die Zeit reift dermaßen schnell aus. Eigentlich, ja, Widowmine löst jetzt nochmal aus. Heißt, die Stalker werden ja auch dezimiert. Eigentlich, Bio ist hier auch nicht mehr so viel. Da kommen jetzt Adepts hinterher. Weitere Overcharge hier kostet natürlich weniger Energie. Und die Marauder werden jedoch auseinandergenommen, ohne irgendwelche Economy Damage zu machen. Damit Tavern hier massiv hinten. Hat einfach, ja, alles verloren. Hat nicht wirklich Economy Damage gemacht. Und eben DMC hat jetzt hier den DT-Schwein fertig. Hat entsprechend auch ein Warp Prisma auf dem Weg. Kann also bald drüben seine TTs reinwarpen. Entsprechend Gegenmaßnahmen momentan noch nicht warten, dass eBay steht. Und Scan jetzt eben, man muss jetzt wieder entscheiden, ob Mule oder Scan. Ist wieder eben zurückgeändert worden. Und zwei TTs laufen hier sogar. Machen sich gemütlich auf dem Weg.
Mal gucken, wie viel Damage die dann anrichten können. Die Missy hat hier schon einen riesen Vorteil. Also bei den Warpressen kommt hinterher, das heißt, könnte in der Natural noch einen weiteren Warp währenddessen geben. Der nimmt gerade auch Upgrades für seine Bio, baut hier gerade sein erstes Medi weg. Hat natürlich seine Factory verloren, heißt, weiterer Starport wird schwierig. Ja, die Tease jetzt hier in der Mainbase. Erscher schneidet hier schon mal am zum Pleidepo rum. Ja, es ist gerade kein Scan da und Brand wirft direkt das GG und leave das Game. Und damit 1:0 hier in diesem Best of 3 für DMC. Die Tease haben hier noch ein bisschen Spaß. Ja, so kann es gehen. Terran Aggression lief irgendwie überhaupt nicht gut für ihn. Die Pylons haben das doch gut abgewehrt. Auch wenn DMC da Energie verpumpen musste in die Pylons wie ein Wahnsinniger, hat es doch irgendwie gereicht. Ja, bin gespannt. Wie gesagt, das ist das erste. Die ganze Lycan League läuft unter dem neuen Patch. Um mal die Patch Notes zu vervollständigen. Das Overlord Transport Upgrade, das zuvor leer entsprechend gebraucht hat, um es zu nutzen. Also, dass sich jeder einzelne Overlord entsprechend morphen kann, wurde jetzt rübergeschoben, dass es nur noch eine Evolution Chamber braucht, anstatt ein Leer, weil Leer doch ein bisschen arg spät ist. Das Verge Burrow Movement, also die Geschwindigkeit, mit der sich eingegrabene Roaches bewegen, wurde reduziert. Um ein gutes Stück, eigentlich sind eingegrabene Roaches immer noch verdammt schnell. Ja, und die Larvenfähigkeit vom Zerg ist nicht mehr Autocast, sondern stattdessen kann man jetzt, wenn man Energie übrig hat für Queen, kann man das aufqueuen, also praktisch wie Probes, mehrere Probes in eine Bauschleife legen, heißt man kann mehrere Injects auf eine Hatchery setzen und die tickern dann nach und nach durch, wenn man zu viel Energie auf der Queen hat. Das ist eine nette Änderung und bin gespannt, ob wir davon viel sehen werden. Bin mir jetzt nicht sicher, wie momentan das Teilnehmerfeld in diesem Lycan Cup ist, aber das sehen wir in den Action Replays. Ich bedanke mich fürs Zusehen, hoffe, wir sehen uns im Action Replay Cast. Macht's gut und ciao.